Moin, so ich hänge ein bisschen hinterher mit den Schneiden. Ich habe jetzt gerade hochgeladen von meinem Geburtstag. Naja, einen kurzen Einblick. Also nicht wirklich geschenketechnisch, weil kam ja jetzt nicht so viele. Ach, Entschuldigung, aber naja, so Sachen. Und jetzt schneide ich das von gestern. Gestern? Ja, gestern habe ich ja auch viel gemacht im Laden. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich hänge jetzt gerade ein bisschen hinterher, aber jetzt ist es ja auch gerade nicht so schlimm und ich will ja auch ein bisschen ruhiger machen. Deswegen. Und der Felix hat mich erst dann im Stich gelassen. Oh. Der ist einfach nicht wiedergekommen. Die ganze Nacht war Licht an, jetzt aber ich dachte, na, vielleicht kommt er irgendwann nachts oder was? Also abends, später abends. Und irgendwann war dann klar, dass er nicht mehr kommt. Und jetzt liegt da unten alle drum und das muss ich jetzt aufräumen. Das ist wie das ist. Man kann sich nicht drauf verlassen. Das ist halt doof, das ist halt beschissen. Felix ist so ein cooler Typ eigentlich, aber man kann sich auf ihn nicht verlassen. Mit diesen scheiß Drogen, das geht nicht. Mensch, ey. Einfach so gelassen alles. Das nützt mir ja auch nicht. Jetzt habe ich wieder Arbeit. Die eigentlich nicht hätte, aber das wäre hier nicht. Wir brauchen, jetzt gehen wir erstmal zum Bäcker, aber dann brauchen wir die Sitze, ne? Den und den. Später. Oh, jetzt gehen wir erstmal zum Bäcker. Moin! Warum ist denn jetzt so ruhig hier? Auf die Frage habe ich gewartet. Alter Schwede, ey. Ich weiß gar nicht, was uns passiert. Gut, dass du nicht Bäcker Schrippen holen gefahren bist, young bist. Hier an der Ecke hatte keine Brötchen. Also haben Papa und ich beschlossen, ein Brot zu holen. Bei dem so ein Bäcker. Schönes, so ein lecker Brot. Bei dem Bäcker. Ja. So, kommen wir da an. Bäcker 2. Bäcker 2 ist umgezogen. Der ist ja nicht mehr da. So, dann stehen auf wir zum Bäcker da. 3. Und da haben wir dann Brötchen gekauft. Wo ist Bäcker 3? Vorne. Ja, weit weg. Hör auf, ey. Schnauze voll. So, jetzt wollen wir ein bisschen gesalbt werden. Ja. Jetzt wollen wir ein bisschen lieb gehabt werden. Das ist meins. Papa.
Klaust du meine Sachen? Papa. Ja. Klaust du meine Sachen? Nein. Da ist eine Wurst drin. Nein. Hey, halt. Da ist noch eins. Halt. Geh mal her. Geh mal her. Ich weiß. Klaust meine Sachen. Gibt's ja gar nicht. Das ist dein. Das ist dein, Papa. Willst du sowas essen? Echt? Ach, da ist deiner. Da hat gleich mein Frühstück geklaut. Hier gibt's ja gar nicht. Ich hab die Zwerge nehmen. Guck, die brauchen wir eben endlich. Tada! Tada! Tada. Oh Mann, dieser Chef, der überall ist. Oh. Und schmeckt? Hab ich mir gedacht. Würstchen, ne? Papa, dein Spei. Oh. Bekommst du schon mal nicht? Möchtest du ein halbes haben davon? Das ist mit Wurst gefüllt. Aber nur, wenn du es isst. Geflügelrolle. Ich probiere. Ja, was heißt probieren? Skadi, ich schiebe dich mal ganz nicht, kurz. Weil ich weiß, dass du es nicht isst. Unser. Haben wir eigentlich nicht, nein. Obwohl es schon so spät ist, wa? Ja. Spendenkasse. Na, wie viel mal ist. Ich habe die Spendenkasse geleert aus dem Laden. Wie viel ist da drin? Malis. Ich sage 20 Euro. Okay. Gucken wir mal. Ich sage mehr. Oh. 52 Euro 2 Cent plus 6 Euro. Ja, viel aus dem Mund habe ich gesagt. Ja. Oh, ist das süß. Glaub, hast du 52,2. Naja, ist jetzt nicht so, wenn nicht, ne? Aber immerhin. Plus 6 Euro, ja, die wir schon rausgenommen haben. Hey, ich bin fertig mit dem Schnitt von gestern. Fantastisch. Prost. Jetzt sind wir ja eigentlich zum Kindergeburtstag eingeladen, aber mit Grillen. Aber es regnet. Wie das regnet. War ein bisschen ärgerlich. Ja, aber naja, es ist halt auch November. Ne? Es ist November, was soll man machen? So, auf zum Geburtstag, ha? Luki? Das ist aber okay. Okay, wir sind wieder zu Hause auf alle Fälle und wir haben alle überlebt, mehr oder weniger. Olle. Die Party war öde. Mir hat sie Spaß gemacht. Komm mit, ich schon. Ja, die Party war sehr eigentlich. Also, die Kinder sind gespaltener Meinung. Den einen hat es gefallen, den anderen nicht. Skadi hatte viel Spaß. Das ist doch entscheidend. Ach ja. Wir waren da, wir haben unsere Geschenke abgegeben. Und Matteo hat sich gefreut. Das ist die Hauptsache. Dem hat Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Weil ich weiß ja nicht, was, ob oder wie Filmmaterial zusammenkommt. Jetzt muss ich mal sehen, jetzt muss ich mal ein bisschen sammeln. Vielleicht sammle ich immer so 2-3 Tage und dann sehen wir uns später mal mit einem Block statt jeden Tag ein. Muss ich mal schauen. Also, bis dann. Ciao. Was ich auf alle Fälle nochmal zeegen kann, ist, dass ich hier gesaugt, gefegt, gewischt, geputzt habe. Sozusagen. Wie findest du das eigentlich, Marlies, hier hinten? Ja, sieht wieder gut aus. Sieht wieder gut aus, wa? Mhm. Alt ordentlich. Hier hat man wieder Platz. Ne? Ja. So. Da gibt es ein Video. Kommentiert das Video. Tada! Das neue Video ist bald am Start. Aufräumen im Holzraum und der neue alte Weintresor. Naja, mehr gibt es ja nicht. Bei mir jetzt gerade. Hier steht noch Kaffee. Ja, Gott sei Dank, hier steht noch Kaffee. Bitte, bitte. Bitte gib mir. Kommst du zum Abendbrottisch? Kommst du zum Abendbrottisch? Nee, ich hab keinen Hunger. Aber mit den Kindern zusammen sitzen? Ja, ich sitze kurz zusammen mit den Kindern. Aber wie findest du denn mit dem Bild da und so hoch alles? Schön. Ich hab mich selber mal in Szene gesetzt. Tada! 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 Yay, vom Laden, damit ich ihn vermisse. Oh, ist das schön. Naja, bis später.